Wie starten wir denn am besten? Also erstmal willkommen zurück. Wir haben jetzt eine Info bekommen zur der Gleitsteinwoche. Und jetzt startet ja so das Live-Event langsam, eines der größten Highlight, würde ich jetzt mal vermuten, aus Capcom-Sicht und Niantic-Sicht und auch für uns Spieler, zumindest diejenigen, die da halt vor Ort sind. Ich warte immer noch auf die, hier, bei Monster Hunter Quest, dass da dann Gold Radjan und Silber Rathalos drin sind, also dass die Monster da es reinschaffen. Da machen wir nochmal ein extra Video. Ja, und jetzt haben wir eben mehr Rajang und dann Black Diablos wieder im Feld. Immer noch vermehrte Spawns, was richtig cool ist. Und ich hoffe, ihr hattet dann letzte Woche Glück. Ich konnte nicht viel spielen, wieder einmal leider. Wetter war sehr schlecht. Aber noch schlechter war die Lage meines Haustiers. Die Katze ist krank geworden, hat Leberentzündung bekommen. Schon gefährlich. Dann muss ich jetzt immer das Essen in den Mund so ein bisschen reinspritzen, ne? Dann gelbe Öhrchen bekommen. Sehr viele Arztbesuche, Ultraschall, das ganze Programm. Das frisst erstens Geld, Nerven und natürlich auch viel Zeit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wer überhaupt Haustiere besitzt. Aber bei mir ist es so, hab ich festgestellt, da ist direkt die Lust, überhaupt rauszugehen, komplett weg. Oder hier zu Hause mal irgendwie ein Pad in die Hand zu nehmen oder ein, weiß ich nicht, mit Maus und Tastatur irgendwas anderes zu daddeln, ist halt auch weg. Weil man hat dann doch irgendwie nur das Auge auf das Tier. Und ich habe dann immer Angst, ey, wenn ich jetzt rausgehe und mit der passiert irgendwas zu Hause, könnte man sich im Leben nicht verzeihen. So halt, ne? Und deswegen ist mein Fokus gerade darauf. Und den Rest nehme ich halt so nebenbei mit. Aber ich mache trotzdem mal ein Video, dass wir hier zumindest einmal die Woche uns ein paar Updates angucken. Deswegen starten wir gleich mal. Hier Monster Alarm. Ich find's cool, dass Legiana jetzt mal zurückkommt und Rathalos. Das sind immer noch zwei sehr starke Monster und ich habe witzigerweise jetzt von dem die meisten Mats. Wenn ich von dem noch 5 Teile kriege, also zweimal verdoppeln und einmal noch irgendwie durchs Event, gibt bestimmt eine Quest, wo du da ein rotes Item bekommst, dann könnte ich mir sogar von dem was herstellen. Also das ist schon cool, dass die normalen Monster mal zurückkommen. Freue ich mich irgendwie mehr drauf als jetzt die Woche. Weil da sind Monster drin, die ich an sich gar nicht mehr brauche. Völlig geil. Also an sich erstmal cool. Aber jetzt kommt das große Aber. Der Rest dahinter ist totaler Crap. Das hier. Das ist ein Scheißdreck. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist ja dieser Gleitstein C. Und natürlich haben sie ihn so genannt. Der wird einfach kacke. Ich scroll mal ganz nach unten. Weil was ist denn jetzt da drin? Das. Da können 5 Sachen drin sein. Feuer, Wasser, Donner, Eis und Drachenangriff. Das ist ja richtig scheiße. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die meisten Bock haben auf Drachenangriff. Ich kenne jetzt natürlich die Chancenverteilung nicht. Wenn Feuerangriff, Wasserangriff, Donnerangriff und Eisangriff eine Chance hat von 10% zu kommen, dafür Drachenangriff aber zu 60%, dann ist das fein. Dann durften Leute sich trotzdem nicht beschweren können über diesen Inhalt. Aber ansonsten, wenn alle 20%ige Wahrscheinlichkeit haben zu kommen, dann ist das scheiße. Na, hier nochmal ein Schnitt. Ich muss mal meine Gedanken sortieren. Das, was ich gerade gesagt habe mit den 10, 10, 10, 10 und 60 oder alles 20, trifft er dann überhaupt, wenn überhaupt, nur auf das Gleitjuwel zu? Aber Gleitstein C wird ja noch andere normale Effekte mit drin haben. Und wir haben ja sonst immer nur 3 dicke Effekte. Hier sind es aber 5. Also das heißt, wenn die auch alle so 3%ige Wahrscheinlichkeit haben zu kommen, als Gleitschmelzglück, dürften ja die weißen Effekte, also das sind ja gelbe Effekte und die normalen sind weiße Effekte, deswegen sage ich jetzt mal gelb und weiß dazu. Und bei den gelben Effekten hatten wir ja immer so 1 zu 10 die Chance. Und wenn sie es jetzt bei 1 zu 10 lassen, dann hat ja jedes von denen nur eine 2%ige Wahrscheinlichkeit. Also, ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Man muss ja erstmal abwarten, wie die Chancenverteilung sind. Aber trotzdem, selbst wenn man das alles mit einplant, ist es trotzdem ein nicht so geiles Event, weil einfach, das hier ist eine Mogelpackung. Ich gehe jetzt mal felsenfest davon aus, dass das die gleiche Chance haben wird wie die anderen Elemente. Und wenn das so ist, dann ist das echt blöd, weil dann war das Gleitjuwel A ja deutlich besser, weil du da eine Chance von 1 zu 3 hattest, auf Drachenangriff zu kriegen. Und jetzt bei Gleitjuwel C sind es halt 5 Effekte.
Das heißt, du brauchst mehr Glück, musst im schlechtesten Fall mehr ausgeben, sei es Juwelen oder deine kostbare Zeit. Da ist ja heute auch die Frage, was jetzt wertvoller ist. Und das doch Mist. Also ich finde dieses Event hier kompletter Mist und bin auch froh, dass ich es höchstwahrscheinlich auch nicht spielen muss. Ich habe ja alles und von daher können die, die halt Bock haben, da die Sau auslassen. Aber das ist schon das erste Mal, dass ich selbst bei... Die Juwele sind ja sonst schon nicht so geil. Also die Gleitsteine an und für sich. Und jetzt machen sie die auch noch schlechter. Weiß nicht. Weil dafür brauchst du ja keinen Gleitstein C. Die Elemente kriegst du ja auch aus anderen Waffen. Das ist ja Bullshit. Okay, dann, was auch ein bisschen Mist ist, hier steht leider nicht vermehrte Spawns. Das heißt, wir werden auf die ganz normalen Spawns wieder zurückgehen nach dem jetzigen Event. Und dann ist die Frage, wie oft gehst du wirklich raus bei Wind? Weil, ey, wir haben Herbst. Es ist Regenwetter, es ist Windwetter. Ich bin der Meinung, die können sich das auch gar nicht mehr so großartig leisten, dass die Spawns zurückschrauben. Klar, es ist cool, wenn Rathalos und Ratian, nicht Ratian hier, wie heißt der, Legianer, öfter im Feld kommen. Aber wenn die Monster wieder an sich zurückgeschraubt werden, weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, dass man die Leute rauskriegt. Gerade jetzt, im Sommer kannst du sowas machen. Wenn Wetter gut ist, kein Problem. Aber jetzt überlegen ja eh schon ein paar Leute, dass man vielleicht sich den Weg spart und weiß nicht. Das schwappt alles so, ich weiß nicht, das ist alles irgendwie nicht so cool. Wir gehen mal auf die jetzigen Pakete, wenn wir schon mal bei nicht so cool sind. Live-Event-Premium-Paket. Wir wissen, im Monster Hunter Webstore sind die Preise immer noch ein bisschen besser prozentual als in der App selbst. Ich rechne immer so, wenn hier 120 Euro steht, dann kann man so grob sagen, 1 zu 1, also für 12.000 Juwelen, 120 Euro, das ist gängig. Und das ist Mist, das ist Mist, das ist auch Mist. Für 120 Euro, kompletter Crap, brauchst du nicht. Die Juwelen hier unten, die ich eins alle gekauft habe, die machen noch am meisten Sinn. Also am Platz 1, erster Stelle, steht immer noch der Monatspass. Für 11 Euro oder 12 Euro waren das, kriegst du 2.000 Juwelen, also fast das Doppelte von dem, was du eincasht. Und hier kriegst du immer noch so 50% drauf. Also 240 Euro zahlst du, hast dafür aber beim ersten Kauf 33.000 Juwelen. Das ist ja deutlich mehr als das, was du in Geld so umrechnen kannst, weil wie wir es vorhin hier gemacht haben. Ah, ich hoffe, ihr könnt da folgen. Ist aber nur einmalig. Die sind aber immer noch, das hier ist immer noch viel, viel besser. Also wer überlegt, wer sowieso nichts eincashen möchte, wieder einmal, schaut hier weg. Das ist nichts für euch. Aber die, die jetzt kein Problem haben mit, komm, ich gib mal im Monat ein bisschen was aus, die sollten zuerst den Monatspass kaufen, der ist der lukrativste. Dann die Juwelenbundles, die sind immer noch am zweitbesten. Und dann kommt dieser ganze Scheiß hier oben. Die September-Pakete, die waren cool. Dieses Jagdticket mit den Zerlegemessern, das war richtig geil für 1000. Das ist jetzt weg. Und jetzt überlegt mal, was wir jetzt drin haben. Wir haben sowas. Das hier. Überlegt mal, wie krass teuer dieser Scheiß ist. 18 Euro. Alter, 18 Euro für 10 läppische Rüstungsteile. Rüstungsteile. Das ist richtig krass. Wenn ich eine Rüstung von 9 auf 10 pushen möchte, was im Endeffekt nichts ändert an dem Kampf, außer dass ich vielleicht ein paar Lebenspunkte einspare, müsste ich dafür 18 Euro ausgeben. Ist das krass. Das ist richtig krasse Scheiße. Die waren ja schon in der App bei 1500, was ich schon nicht verstanden habe. Und dann nur für begrenzte Zeit. Also das kann nur für irgendwelche Whales sein. Weil der normale Spieler, der bei geistiger Gesundheit ist, der wird sich das doch hier nicht kaufen. Auf der anderen Seite könnte auch jemand schreiben, naja, aber das kauft ja auch keiner, wer bei geistiger Gesundheit ist, weil es ja ein Mobile-Game und virtuell... Ah nein, ich will das fast nicht wieder aufmachen, das muss jeder selbst entscheiden, aber vom Value her ist das immer noch besser als das hier. Darauf wollte ich hinaus und dann kann man immer noch überlegen, ob man da bereit ist, sich das hier zu kaufen. Weil das hier ist doch... Das sind doch keine Events. Das sind keine Eventpakete. Das sind ganz normale Angebote, wie du sie sonst auch hast. Dafür, dass jetzt Live-Event ist, vielleicht ist das der Trigger, der mich so aufregt. Wir haben nur einmal im Jahr überhaupt das allererste Live-Event überhaupt bei Monster Hunter. Und da habe ich gedacht, da können sie ja ruhig mal ein bisschen was springen lassen. Nee, im Gegenteil. Das ist totaler Mist hier alles.
Naja, und dann gehen wir nochmal auf Reddit rein. Hier habe ich nämlich noch ein paar schöne Sachen gesehen. Ach ja, Premium Well Done Steak für 1005. Richtig geil. Was sagen dann die Leute dazu? Speedrunning, aber ist das nicht so? Ist dieses Premium Well Done Paket nicht auch nur für Spezialleiste füllen? Also Speedrunning, ja, es ist nett, wenn du mit einer vollen Leiste reingehst und du one-shottest ein Monster, wo du sonst vielleicht dann 10, 15 Sekunden bräuchtest. Das hochgerechnet, da kommt schon ein bisschen an Sekunden bzw. Minuten zusammen. Von daher gar nicht mal so eine schlechte Überlegung. Aber trotzdem, also für den Preis halt, ne? Das ist, naja. Ich denke, der Corsair-Spieler wird es eh nicht nutzen. Ich weiß nicht, wie es vor Ort ist. Muss mal jemand testen, der das macht. Aber selbst wenn ich vor Ort wäre, das wäre für mich ein No-Go. Das würde ich mir auf gar keinen verkaufen. Also, so viel steht da schon mal fest. Das hier ist krass. Da hat jemand 4 rote Drops bekommen. Ich bin froh, dass ich aktuell keine roten mehr brauche. Ich bin bei 140 ungefähr und habe da keinen Bedarf. Und das ist immer noch ganz cool. Das können wir uns anschauen. Da hat jemand mal sich die Mühe gemacht, das Roster der HATs reinzutragen. Hier sind die angekündigten 5 Stars. Wobei 5 Stars ist ja auch falsch gesagt. Ihr wisst schon, diese 5 Monster drinne von einem Typ. Das ist ganz cool. Hier abwechselnd, dann die Drachenältesten. Ja, meine Meinung zu den Drachenältesten hat sich auch nicht geändert. Ich finde die immer noch, ich mache die nicht mehr. Weil das Gefarme für die ist halt sehr aufwendig und lohnt sich halt null. Vom Kosten-Nutzen-Faktor her. Dann lieber die hier mitnehmen oder lieber eine starke Waffe von denen. Das macht viel mehr Spaß und Bock, als die limitierten Drachenältesten zu jagen, wo du Monate brauchst oder ein Geldscheißer, um die Waffen zu bekommen, die im Endeffekt dann auch nur vielleicht ein bisschen stärker sind als der Rest hier unten. Das ist immer noch der geilste HT. Ich habe leider keinen doppelten Drop bekommen. Konnte auch wenig spielen. Ich habe vielleicht so am Tag einmal so ein Raid gemacht. Das sind 35 Monster in der Woche. Hätte ja ruhig mal einer zumindest dabei sein können als Drop. Hätte ich mich gefreut, aber es ist, wie es ist. Ärgert mich jetzt nicht so sehr. Es wird weitergehen. Ich warte auf Pinkratian und Silberratalos. Und ja, das, was ich hier heute alles gelesen habe, das hat mir die Lust eh schon wieder genommen. Also wird das für mich eine Woche, die ich auch kaum spielen werde. Und wer jetzt noch Bock hat, der sollte mal auf Diablo 4 schauen. Vessel of Hatred kommt raus. Das werde ich ab morgen spielen. Ich habe mir den DLC auch schon gekauft. Und da ist meine Lust dann doch viel mehr vorhanden als jetzt bei Monster Hunter. Also keine Angst, ich höre es nicht auf mit Monster Hunter, nur weil wir jetzt hier mal ein paar schlechte Infos haben. Es geht natürlich weiter irgendwann, aber ich bin froh, dass es wirklich genug Alternativen gibt und Monster Hunter Now jetzt nicht für mich das Überlebensnotwendige ist auf YouTube. Also von daher bin ich wirklich sehr, sehr froh und dankbar, dass ich jetzt endlich mal wieder mit anderem Schüssel mich beschäftigen kann. Und für diejenigen, die jetzt hier jagen wollen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ade und tschüss.